Jetzt geht's weiter. Wir werden mal gucken, ob wir diese Venemosa Tentacula irgendwann finden. Und in der Zwischenzeit gönnen wir uns mal einfach ein paar Nebenaufgaben. Ist ja nicht so, dass das nicht auch schön wäre. So, da haben wir doch die Adelaide Oaks. Interagieren. Hören wir uns Hallo mal an. Adelaide, ich habe deine Eule erhalten. Danke, dass du da bist. Weißt du, mein Onkel Roland ist Metallhändler und hat regen Umgang mit den Kobolden. Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche eine Eule. Im letzten Brief hat er Geschäfte mit den radikalen Kobolden erwähnt. Renrocks Anhänger. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt. Nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Nun, der Onkel ist tot und du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich wäre auch besorgt. Ich denke, du bist zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du bist viel verständnisvoller als Professor Weasley. Als sie hörte, dass ich ihn suchen wollte, verbot sie mir, das Gelände zu verlassen. Sie Naja. ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Onkel Roland, erst mal hören, was da so macht. Macht dein Onkel häufig Geschäfte mit Kobolden? Ja, schon lange. Er spricht sogar Koboldogak. Kack, Aber Renrocks Bande hat er erst vor kurzem erwähnt. Er meinte, die Galeonen seien das Risiko wert. Er tut all das für mich. Umhänge, Zubehör. Hogwarts kostet schon eine Stange Galeonen. Und Onkel Roland hat einen eher anspruchsvollen Geschmack. Er hat über die Jahre so viel für mich geopfert. Ich habe ihm versprochen, dass ich mich nach dem Abschluss um ihn kümmern werde. Ah, so ist das also. Steht ihr euch Du nahe? stehst deinem Onkel sehr nahe, oder? Ja. Meine Mutter starb bei meiner Geburt und meinen Vater habe ich mit 5 verloren. Onkel Roland hat sich um mich gekümmert, solange ich denken kann. Er weiß, dass ich mir Sorgen mache, wenn er auf Reisen ist. Deshalb schickt er mir so viele Eulen, damit ich weiß, dass es ihm gut geht. Ja, so ist das. Und wenn da mal eine Eule fehlt, dann drehen gleich Ich alle werde am mich für Rad. dich umhören, Adelaide. Danke. Er führt sehr genau Buch, verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In seinem letzten Brief war eine Karte von seinem nächsten Ziel. Er wollte sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Ich hoffe wirklich, du kannst herausfinden, wo er ist. Danke nochmal für all deine Hilfe. Gut, die Geschichte von Roland Oaks. Finde Roland Oaks Zeltlager. Da hinten ist auch noch eine Ich Aufgabe. sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Aber jetzt machen wir erstmal die. Moment. Aha, jetzt sind dahin. Weltkarte. Ah, dahinter muss ich. Da waren wir schon eben. Fast. So ein bisschen. Ach, das dreieckige Symbol sind Spinnenverstecke. Jetzt sind wir. Das ist Trickdoors Grab. Dann nehmen wir mal den. Ein altes Drachenskelett oder was ist denn das hier? Sieht aus wie aus Elder Scrolls. So. Okay, jetzt haben wir aber erstmal keinen Bock, uns hier mit jedem kleinen Wicht herumzuschlagen. Jetzt suchen wir erstmal Roland Oaks Zeltlager. Ist das alles, was wir heutzutage in der Schule lernen? Muss man noch mal schnell was gucken. Das ist der Feuer, okay. Feuerdingens. Verbrennen. Dieses Confringo ist auch nicht schlecht. Das nehme ich mal lieber als das Einfrieren. Obwohl, friert Gegner ein und erhöht den Schaden, den sie durch Folgeangriffe erleiden.
Und dann depulsen wir die weg. Das ist eine schöne Angriffsgeschichte. Klettern. Und hopp. Wilderer. Köder, die werden wir erstmal erledigen müssen. Beende den Kampf in 031. Kampf zügig beendet. Da haben wir noch ein bisschen alte Magie, die wir aber gar nicht benötigen. Man hier alles erfüllen muss an Duellleistungen. Ständig muss ich irgendwas anderes machen. Zerstückele einen brennenden Gegner, während er die Nationalhymne singt. Sowas zum Beispiel. Hüpfen die Giftpilze, die sind irgendwie witzig, finde ich. Ob das Mr. Oaks Lager ist? Nein, bestimmt nicht. Renrocks Anhänger, direkt voraus. Soll ich es mit Kämpfen oder Schleichen probieren? Revelio. Besiege die Kobolde. Okay. Wen haben wir denn hier? Noch einen Menschen? Hinterher. Reines Glück, sagst du? Nichts ist, mein Lieber. Das ist einfach. Ich bin ein Zerstückelungsmeister, verstehst du? Und ehe du dich versehen hast, bin ich wieder verschwunden. Alles Glück. Ich werde dir gleich eine reinzwirbeln. Wollen wir mal gucken. Ist jemand ein kleines Mondkalb? Weit weg von zu Hause, was? Deine Zauber prallen an mir ab. War das schon alles? Du wirst mich nicht aufhalten. Ganz einfach ausgewichen. Komm, Ringo. Halt herauszufinden, was hier passiert ist. Du wirst mich nicht aufhalten, sprach er. Und fiel tot um. Revelio. Ah, das blaue Ding hier, alles klar. Da liegt auch was. Ron Oaks Tagebuch. Ron Oaks Geschäftsbuch. Gut. Plan belauschen, alles klar. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt.
Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Einfach immer am Fluss, bis man zu so einem Ding mit dem Tor kommt. Wunderbar. Hier war da noch was. Revelio. Ah, hier. Lass doch mal den schnell weg, Hochklump. Katringo. Das Fass haben wir auch weg. Einfach so, wenn wir es können. Sieht interessant aus. Echt? Lumos. 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 Müssen die Zaubersprüche leise sagen. Sonst sieht uns noch jemand. Oh, eine Kiste. Dunkler Kräuterkundler Hut. Mhm. Na sowas. Revelio. Deswegen habe ich mich ja eigentlich nicht in der Lass. Einen dunklen Kräuterkonterhut. So, okay. Nutze Rolands Karte, um den Spuren zu folgen. So, sehr schön. Draußen noch irgendwas? Nichts. Doch, hier ist noch was. Hier sind noch Kisten. Hexerhut in Indigo. Ah, eine Sammlung. Unverzeihlich 3. Schau mal einer an. Kann leider die Sprüche in den Dreierstufen noch nicht nutzen. So, die Zeichnung war doch irgendwie... Ein Fluss entlang... Ruinen von Koro. Ja, da müssen wir wahrscheinlich hin. Also die bis zum Fluss und dann den Weg rechter Hand. Ich schätze mal, da müssen wir hin. So sah das aus auf der Karte. Na ja, Flitzpiepen. Gar nicht, ob ich jemals so viel Mondstein brauche. Eine Felsformation. Das ist das erste Symbol auf der Karte. Dann weiter zum krummen Baum. Ob sich das lohnt, die ganzen Dinge abzubauen? Bestimmt nicht. Ne? Alles nur, um den Orgel zu finden. Ich möchte doch meine Venemosa Tentacula haben, damit ich mit der Hauptquest weitermachen kann. Wahrscheinlich werde ich das mal googeln müssen. Ich gebe es offen und ehrlich zu, ich werde mal den Standort googeln müssen. Es hieß ja, ich kann diesen Wasserknöderich oder wie der hieß, Over there and that way. Okay, das ist jetzt da hinüber oder jener Weg. Mhm. Sieht so aus, als müssten wir auf die andere Seite der... Also hier. Ein krummer Baum, wie auf der Karte. Der baufällige Turm sollte dann auch nicht weit sein. Ja, wo sieht denn die hier einen krummen Baum? Sieht hier irgendjemand einen krummen Baum? Ich kenne den grünen Baum. Mit dem Auenland. Ach nee, der grüne Drache war das. Eieiei, jetzt habe ich mich wieder geoutet.
So, das sind wieder zwei rote Punkte. Straßenköter. Zerbrich einen angreifenden Straßenköter mit Pulse. Treadwells kleines Senior. Nice. Hab ich satt, so. Oh. Vermeiden wir etwa unsere Probleme? Confringo! Ah, siehst du? So geht das. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Rebellio. So und nicht anders. Arschminderin. Eine Kiste. Moment, die nehmen wir noch mit. Öcken. Hier hinten war doch noch irgendwas. Bin ich denn auf der richtigen Spur oder was? Irgendwo da hinten, den Berg hoch. Wie bin ich ja hergekommen? Da ist noch das übrig, okay. Dann muss ich irgendwie zu der Ruine kommen. Oder soll die das schon sein? Nee, das ist ja, kann ja nicht sein. Jetzt muss man hier ein bisschen weiter durchs Gestrüpp. Das da hinten sein? Okay. Da hinten. Okay, kommen wir da hier runter bestimmt, ja. Schönes kleines liebliches Tal. Rebellio. Nicht mein stilles Tal. Suche ich tausendmal. Die Axt brauchen wir nicht. Nicht. Wird es wohl hier hinten irgendwo sein, ne? Da ist doch was da oben, ist dann eine Ruine. Schauen wir erstmal, dass wir den Wegreisepunkt hier aufdecken. Hier irgendwo um die Ecke ist da. So, Kampfleister. Köderfälle kann man nie genug haben, das ist meine Meinung. So, erstmal wieder in Deckung gehen. Erschwinderinnen-Sachen, okay. Ah, dann geht doch mal. Ah, da hinten ist Ranrock. Ah, alles klar. Da sind wieder ein paar Anhänger. Die Ruinen von Korro. So, da müsste man eigentlich hin, ne? So sieht's doch aus. Was haben wir denn hier? Mit
betritt den Außenposten der Kobolde. Ach Gott, triff eine Waldläuferin mit Stupor, wirf einen Gegner mit Depose in ein zerbrechliches Objekt, halte zwei Gegner in der Luft für 5 Sekunden. Ach, weißt du was? Kommandant der Anhänger. Also. Einfrieren und wegbrutzeln. Das klappt ja. Achso, Mega Power Tränke, okay. Sieht nach vielleicht habe ich oben in der Burg mehr Glück. Moment. 49 Goldstücke. Und Manipulation 2. Okay, jetzt wird es echt mal Zeit, dass ich mir bessere Ausrüstung leisten kann. Ah, hier ist einer. Okay. Eine Leiter. Die brauche ich. Ha, das klappt ganz gut. Ach, die grünen. Ja, ja, das sind die Gesundheitstränke, die kann ich nicht mehr tragen. Revelio. Weil ich da schon vollgestopft bin und sie auch nicht. Gut, dass ich hier nie eingesperrt war. So, da oben ist noch eine Kiste. Moment, die schlupfen auch noch weg. Franzenschall mit Pinselstrichmuster. Moment, Moment, Moment. Immer wenn was hoch geht hier. Hier. Schal. Achso, Verteidigung ist schlechter, aber der nicht. Ah, keine Verbesserung möglich. Ja, dann. Ja, dann. Na, ist ja gut jetzt. Ich denn lang? Achso, ist denn eigentlich kein Ziel verfügbar? Aufzeige, Moment. Ja. Na schön, wo geht's denn da hier rein? Das ist nur ein Innenhof, wie mir deucht. Ah, sieht so aus, als müssten wir irgendwie noch anderswo lang. Augenblick. Das ist auch nur ein Hof. Revelio. Da ist nichts. Ach, da hinten geht es lang. Da geht es um die Ecke rum. Moment, Moment, Moment. Oh nein. Hier sollte ich vielleicht nicht allein aufschlagen. Achso. Nicht so ängstlich, junge Dame. Nicht so ängstlich. Hinten, das ist das Blaue. Die Blauen sind immer Questzeugs. Naja. Hallo? Was denn bitte? Was ist denn das jetzt wieder hier? Auch nicht ein Geheimeingang, ne? Hallo, nur für eine Kiste. So, kann man da hochklettern, ne? Okay.
Die Idee ist von der Sache her okay. Ich muss das irgendwie noch ranschubsen. Geh dahin da. Was ist jetzt? Ja, komm. Nee, sieht nicht so aus, als könnte man hier hochklettern. Wie kommen wir denn hier rein? Das ist jetzt eine spannende Geschichte. Wie komme ich denn da rein? Hinten ist noch was, oder? Mal gucken. Jetzt irgendwie hier hinten rum und da rein, ne? Hier sollte ich mich lieber nicht allein erwischen lassen. Ach, hat ja nicht so viel Zeugs. Kletter da mal lieber hoch. Was war das? Ich habe das Gefühl, ich bin. Achso, ich habe die falsche Waffenleiste. Protego! Siehst du es unnötig in die Licht? Zerlege dich von So geht's. So geht es. Außenposten sind wir ja schon mal eine Etage höher. Da ist eine Kiste, das ist schon mal gut. Kannst keine Mega-Power-Tränke tragen, dann ist ja auch gut. Dann tragen wir eben keine Mega-Power-Tränke. Ich will doch auch nur in den Außenposten hinein. Alter, sind das viele. Das ist der Ort auf der Karte. Jetzt muss ich gut aufpassen. Wer ist da? Niemand. Die ist ganz von alleine gestorben. Oh, Moment. Oh, den Würfel 21, das ist doch aber schön. Ja, jetzt haben wir auch gleich die Kobolde. Und ich muss irgendwie... irgendwie da rein. Manchmal besteht ein Gefängnis nur aus Mauern. So, Moment. Ich sammle erstmal ein. Revelieren. Da geht's rein, wie es scheint. Da geht's hinein, wie es scheint. Das bedeutet Ärger. Und ich bin ganz allein. Naja, jetzt kack hier nicht rum. Geh lieber rein. So. Finden wir wohl hier drin? Das ist eine gute Frage. Rebellion. Von meinem Haufen Gerümpel, wie es scheint. 3 Goldstücke. Achso, darunter geht's.
klau den Armbrustbolzen. Ach ja, klau ihn doch selber. Wo ist er denn? Diesen erbärmlichen Menschen hier festzuhalten, ist eine Strafe für uns alle. Ach, da. Nichts gesehen. Dauert immer so lange, bis sich das auflädt hier. Da ist niemand. Da oben ist noch ein Waldläufer. Alles klar, den kriegt man auch noch. Also mal warten, bis die 4 sich auflädt. Den richtigen Riecher gehabt. Da ist ein Schloss. Alohomora. Spannend ist das allemal. Wo wird er denn sein, da Roland? Ach da. Daran ist allein Ranrock schuld. Was war jetzt? Revelio. Achso. Er ist hier gar nicht. Ach da, hier drüben geht es noch irgendwo lang, oder? Na komm schon. Hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Achso, das war nur der. Glitzernder Keltenschal. Moment. Ich check das kurz, ob der was Besseres ist. Achso, Level 22. Aber warte mal, wir stehen hier auch ein paar nicht gesammelte Dinge. Das ist eine Karte, die haben wir erledigt. Ein Tagebuch. Das wollen wir auch gar nicht wissen. Die Talente. Vielleicht gibt es hier was, wo man die Abklingzeit verbessern kann. Achso, das haben wir noch nicht. Okay, das ist nicht uninteressant. Haupttalente. Ich finde einfach nichts. Das haben wir alles gerade gehabt. Schleichen, Raum der Wünsche. Naja, gut. Das ist alles nicht ganz so wichtig. Die auch nicht. Aber ich habe einen nicht gesammelten Krimskram. So, warte mal. Hier. Ausrüstung. Ah, Widerstand gegen Kobaltsilber. Okay.
Schwarze Magier haben wir dann auch bald. Lupusschutz. Mhm. So, es gibt halt einsammeln. Offiziersmütze. Das ist doch alles Käse. Wer braucht denn das? Da hinten geht's hin. Ah, ein Krieger der Anhänger. Moment. Okay. Das geht ganz gut, würde ich sagen. 3 und 4. Müssen halt immer nur warten. Bis das Ganze wieder aufgeladen ist. Wir dürfen uns nicht zu nah hinantrauen an die Kameraden. Roland Orks, hier kommt noch einer angewackelt. Gut. Auch du. Bin nicht allein. Auch du wirst eingefroren und zerschlitzt. Der noch. Der Kamerad noch. Schön. Rebellion. Also, wir müssen irgendwie in die Richtung hier. Hoch oder runter? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Rebellion. Ach, da geht's runter. Ach, du grüne Neune. Ach, du grüne Neune. Ah, die Richtung scheint zu stimmen. Okay, da sind wieder welche. Ich frage mich, ob Adelaides Onkel da hinten ist. Vielleicht. Ist da jemand? Nein, 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 da ist niemand. Ihr habt euch getäuscht. Niemand ist da. Warte mal, ich will doch mal schnell was gucken. Mit den Talentpunkten. Da war ja was mit den Zaubersprüchen. Pass auf, dieses Defindo hier. Schneiden durch betroffene Gegner, um zusätzliche Ziele zu treffen. Das ist doch vielleicht mal nicht schlecht. Das sind doch genau meine beiden. Na komm. Also.
Vielleicht ist das gar nicht so praktisch, wenn ich die andere dann mit aufwecke, aber effektreich ist es allemal. Na, wo ist er denn da? Ich hab ja doch gerade reden sehen. Sprich mit Roland Oaks durch seine Zellentür. Okay, würde ich ja gerne machen. Aber wahrscheinlich da hinten. Moment, da hinten ist eine Zellentür. Aha. Hallo? Mr. Oaks? Ich muss Mr. Oaks Zauberstab finden. Wo kann er sein? Da hinten, wo die 75 steht. Kesselraum, warte mal. Lass mal ein bisschen rumgucken. Revelio. Da ist eine Kiste, sehr gut. Kiste nehmen wir immer gerne dankbar entgegen. Rechts, okay. 28, 27, da um die Ecke rum, alles klar. Eine Kesseltür. Wie geht sie auf? Gucken wir gleich. Naja, wegen Powertränke brauchen wir nicht. Ja, wie geht die auf? Ach, das ist wieder so ein Rätselini. Hey. Ist was Blaues. Hier runterlatschen. Jetzt geht es wieder was zu enttarnen. War noch was. War noch grad was. Hier. Ach nee, da muss ich noch um die Ecke rum, oder? Nee. Ach, dahinter, warte mal. Geh doch. Hallo? Hier kann ich durchklettern, hä? Aha. Sonnenaufgangsschal mit Schattenmuster. Mua. Gut. Taugt dir was? Ja, 6 Verteidigung, aber Offensive 8, okay. Kann natürlich jetzt hier nicht anfangen, die Dinger zu verbessern. Aber achso, das ist nur das Ding. Gut. Revelio. Naja, aber das ist ja blau. Revelio. Das ist immer noch blau. Hm. Irgendwas haben wir noch übersehen. Das ist dieses Ding da. Ach, da hinten ist noch was Blaues. Moment mal. Achso, das ist hier die. Ah.
nicht schlecht. Und du? Ja, wie geil ist denn das? Die Geheimtür. Schick, 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 schick. Aber immer noch kein Zauberstab. Dafür haben wir Handschuhe bekommen. Handschuhe, Moment, bessere Handschuhe. Offensive. Plus 25 Offensive, aber. Achso, weil die nicht verzaubert sind. Ja, die müssen wir alle erst noch verzaubern. Guck mal. Aha. Stufe 2, außergewöhnlich, sehr schön. Endlich finden wir mal hier ein paar Sachen, mit denen wir auch was anfangen können. Gut. Das hat uns aber noch nicht richtig weitergeholfen in Bezug auf die Tür. Oben waren wir noch nicht, ne? Revelio. Ja, das sind noch welche. Das können wir aber lösen. Ich wollte ihn ja mit Glacius treffen. Aber er ist vorher gestorben. Was kann ich da nur tun dagegen? Das ist ja eine Riesenhütte hier. Das ist auf jeden Fall mal ein Nebenauftrag. Etwas größeren Sorte, ne? Wenn man mal das so sagen darf. Das weiß ich echt immer noch nicht. Da unten waren wir schon. So, hier sind wir. Revelio. Nein, so einfach ist das nicht. Irgendetwas versorgt diese Tür mit Energie. Ah, schau an. Das hättest du mir auch vorher sagen können, aber was? Revelio. Da oben ist noch irgendwas Blaues. Also da nochmal irgendwie. Warte mal, da geht's nicht rein? Nee.
Also da geht's nur runter. Ich hab da hier was Blaues entdeckt. Oder bin ich bloß blöd? Jetzt hüpf halt da hoch. Wenn es nicht geht, dann geht es offenbar nicht. Ich muss vielleicht hier die ganze Runde rumlaufen. Warte mal. Ah, jetzt nehmen wir mal die Tarnung weg. Nein, ich habe gesagt, jetzt nehmen wir mal die Tarnung weg. Aber vielleicht muss ich oben die Runde rum. Pass mal auf. Komm mal jetzt. Hier haben wir noch was. Okay, hier haben wir noch was. Erstmal den hier. Okay. Hört sich an, als würde da eine Tür aufgehen. Ah, da hinten sind noch wieder welche. Moment. Ah ja. Gut, schön. Wir bekommen, was man uns schuldet. So oder so. Das klappt ja ganz gut. Oh, Pergit. Ah, das ist offenbar der Chef. Es geht doch mal in Deckung. So much for that, oder wie? Renrock hat euch alle in den Untergang geführt. Naja, gut. Moment, waren wir die, die hier alle umgebracht haben. Wir haben diesen roten Fässern, das muss ich noch üben. Ah, ein farbiger gestreifter Schal. Wie schade finde ich denn hier? 46, aber nur Verteidigung. Okay. Da ist auch noch was.
Gut. Was wir jetzt noch brauchen, ist der Zauberstab. Okay, da hinten ist irgendwas. Rebellion. Die können wir nicht. Man muss sich dahin. Ah, hier. Das ist sicher Mr. Oaks Zauberstab. Vielleicht kann er sich jetzt befreien. Stand ja auch dran, Mr. Oaks Zauberstab. Okay, da haben wir schon wieder Tannen. Dann gehen wir mal gucken an den Oakman. Hat sich irgendwer gemerkt, wo ich hin muss? Das war die Tür. Halt, stopp. Muss ich nicht darunter? Ja, da hinten, alles klar. Sie haben ihn. Lieben Sie hier. Schnell, ehe Sie zurückkommen. Ich muss hier raus. Los. Zauberstab geben. Aha. Ja. Geschafft. Mein Zauberstab und... Halt. Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Keine Sorge, Mr. Oaks. Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Bei Merlin. Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben Sie mich gefunden? Adelaide schickt mich. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhängern. Und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass sie mich ganz vergessen haben. Ich habe sie belauscht. Könnte ich sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. So, na, was hat er denn gehört? Erzähl erst mal. Sie meinten, sie hätten etwas aufgeschnappt? Es ist eine traurige Geschichte. Ich glaube, ich weiß, wann Ranrocks Rachefeldzug gegen die Zauberer begann. Die Drachenzucht wurde zwar durch den Zaubererkonvent von 1709 verboten, aber Ranrock stolperte über ein illegales Drachenlager. Er war noch jung. Er fand die Wesen faszinierend. Er besuchte das Lager heimlich, so oft er nur konnte, und ließ sich niemals erwischen. Nach wochenlanger Beobachtung fasste er endlich den Mut, mit dem Anführer der Zauberer zu reden. Ranrock wollte sich ihm und den Wesen anschließen. Der Zauberer hatte seinen Stab verloren. Das war Ranrocks Gelegenheit. Er hob ihn auf und gab ihn zurück, um sich vorzustellen. Der Anblick eines Kobolds mit einem Zauberstab machte den Zauberer rasend. Er prügelte Ranrock fast zu Tode. Seitdem hasst Ranrock alle Zauberer und Hexen. Er hält uns alle für grausam. Liest er, wie immer, Missverständnisse. Sprechen Sie Koboldogak? Stimmt es, dass Sie Koboldogak sprechen? Ja, was Ranrocks Unholde aber nicht wussten. Ich war der Koboldkultur schon immer zugeneigt. Ich wusste schon als Kind, dass ich mal Metallhändler werde. Es war nicht einfach, die Sprache zu lernen. Sie müssen wissen, sie ist sehr komplex. Und mein Gedächtnis ist so schwach wie meine Knie. Aber nach jahrzehntelanger Arbeit mit netten Kobolden konnte ich sie recht gut. Zumindest meiner Meinung nach. Na schön. Schön, dass ich helfen konnte. Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Mr. Oaks. Adelaide hält große Stücke auf Sie. Und ich auf Sie. Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus. Studiert stets meine detaillierten Eulen. Ach, hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab. Wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Ich komme zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. Sie macht sich noch viel größere Sorgen. Ich möchte unbedingt meine liebe Nichte sehen.
Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. Ja. Mr. Oaks hatte Glück. Renrocks Haufen hätte ihn nie freigelassen. Okay, die Geschichte von Roland Oaks haben wir erledigt. Dann würde ich sagen, muss ich zu Adelaide nicht zurück, ne? Ja, das ist doch schön. Löffel 21. So, meine lieben Freunde, eine Stunde ist um. Das bedeutet, das Video ist zu Ende. Das Spiel hat gespeichert. Ich werde jetzt mal noch ein bisschen offline die Ausrüstung verbessern. Und ja, dann sehen wir uns einfach wieder beim nächsten Video. Für heute ist nämlich auch mal Schluss mit dem Stream. Der Ichti ist, glaube ich, auch schon verschwunden. Aber ist kein Problem. Dann werde ich mich mal vom Acker machen. Bis dann. Tschüss.